Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Hearts of Iron 4 mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück im faschistischen Italien. Im letzten Teil hat das Deutsche Reich Polen angegriffen, glaube ich. Es ist schon lange her, dass ich aufgenommen habe. Wir haben außerdem den Iran erobert. Afghanistan wäre noch eine Überlegung. Wir haben aber jetzt auf jeden Fall mal unsere Landbrücke nach Indien. Es wäre jetzt vielleicht sogar ratsam, noch schnell einen Angriff auf Tibet vorzubereiten. Ich würde sagen, das machen wir doch mal, oder? 115 Tage, okay, gut. Machen wir das doch. So, dann zeig mir doch mal bitte gerade, ja, so viel Leute ohne einen ordentlichen Angriffsbefehl. Gegen Tibet kämpfen wir doch erwartungsgemäß sehr viel im Gebirge. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wir haben hier noch die Möglichkeit, da machen wir doch Folgendes. Also wenn man eine Front hier, wenn man eine weitere Front hier, nimmst mir die eine Hälfte und schickst mir die hier hin. Du machst das irgendwie blöd, ne? Dann nimmst du mir mal gerade die Burschens... Ne, Moment. Warum? Warum haben die jetzt eigentlich... Oder wir machen es anders. Komm, schick mir alle hier hin. Jetzt nimmst du mir die Hälfte und schickst mir die da hin. Genau, ich glaube, so ist es doch ein bisschen einfacher. Nepal... Vielleicht auch noch schnell Nepal bei der Gelegenheit. Ich glaube, das geht tendenziell schneller, wenn wir schon im Krieg sind und dann den Anspruch fingieren. Aber das müsste eigentlich noch eine gute Sache sein, wenn wir das hinbekommen. Bauen wir eigentlich dann hier auch die Infrastruktur aus? Nee, bauen wir momentan noch nicht. Dann machen wir mal bitte hier... Ah ja, EU4-Musik, schön. Dann machen wir doch mal bitte noch hier ein bisschen Infrastruktur aus. Ach stimmt, ich muss ja auch mein Tastaturprofil noch schnell ändern. Mal gerade gucken. Nachschubkarte. Du kommst von da hinten. Oh, das ist natürlich nicht so geil, ne? Aber okay. Wir gehen ins Baumenü. Und schick mir die dreimal gerade mal ganz oben. Wir bauen ja irgendwie ganz, ganz viel hier weiter. Okay, noch sehr, sehr viel Ziviles. Alles okay soweit. Unsere Flotten, die müssen, glaube ich, jetzt gar nicht mehr hier so großartig rumkreiseln. Aber wir lassen sie mal noch hier unterwegs. Die Gebirgsjäger haben wir also losgeschickt. Du bist auf dem Weg nach Dingens. Das ist gut. Warum habe ich hier... Warum habe ich einen Angriffsbefehl auf Luxemburg gesetzt? Wollte ich tatsächlich Luxemburg angreifen? Oder war das einfach nur aus Verlegenheit, weil ich nicht wusste, was ich mit den Divisionen machen soll? Das kann auch sein. Was hast denn du für einen Befehl? Ah, okay, du sollst da die Grenze zur Sowjetunion sichern. Ja, das ist doch gar nicht so doof. Ja. Mhm. Aus irgendeinem Grund sollst du offenbar... Habe ich mir das ernsthaft überlegt? Habe ich mir ernsthaft überlegt, Luxemburg anzugreifen? Die werden doch bestimmt gleich von Schweden garantiert, oder? Sollen wir es nochmal probieren? Ich weiß es nicht. 23 Machtpunkte. Ach komm, die haben wir. Machen wir mal schnell noch. Wird ja eh noch ein bisschen dauern. So. Angriffspläne ohne Dingens. Genau. Dann schicken wir die mal gerade hier auf den. Okay. Ein Invasionsbefehl. Von hier nach hier. Okay, feine Sache. Ich glaube, jetzt haben wir auch soweit dann alles vorbereitet. Ah ja, du hast noch den Befehl da hinten, ne? Gut, alles klar. Schießen wir mal den Gummi ab.
Ich mache mal gerade Geschwindigkeitsstufe 3. Wir haben noch Flugzeuge in der Reserve und zwar massenweise. Was ja ganz gut ist. So, schauen wir mal. Hat Schweden die schon garantiert? Nö, noch nicht. Wenn wir Glück haben, garantiert. Oh, Polen wurde annektiert. 51.776 Ausrüstung erbeutet. Das ist heftig. Wir haben die verteilte Industrie. Was machen wir als nächstes? Synthetisches Öl brauchen wir jetzt zum Glück nicht mehr. Ich hätte echt nicht die verteilte Industrie forschen sollen, ne? Ich weiß nicht so genau. So viel Radarstation werde ich, glaube ich, im Leben nie brauchen, ne? Sollen wir mal so ein. Sollen wir mal eine Luftdoktrin oder sowas forschen? Oder vielleicht mal einen ordentlichen Bomber, ha? Ordentlicher Bomber ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Wer, was, wo? Wieso, warum, weshalb? Fallschirmspringer oder. Ne, wenn man hier die besseren Marines. Schweden auch keine Notwendigkeit gesehen, dich zu garantieren. Das ist ja mal ganz gut. Jetzt so langsam können wir halt mal der Tatsache ins Auge sehen, dass das Deutsche Reich einen Krieg mit der Sowjetunion haben wird. Dann haben wir einen Flughafen in der Nähe, den wir irgendwie operativ nutzen können. Weil du wahrscheinlich keine ausreichende Reichweite haben wirst. Schauen wir mal, dass wir das irgendwie so machen. Wir haben keine Rekrutenreserve mehr. Hihihi. Schade. Aber den Luftraum von Tibet, den können wir immerhin schon mal kontrollieren. Dann wäre es vielleicht mal Zeit, das Ding langsam zu ändern. Das kostet auch 150, ne? Wir sind bei begrenzt 2,5%. Wir sollten dann auf umfangreich gehen mit den 5%. Das ist natürlich schade, weil die Ausbildungszeit dann länger wird. Apropos, bilden wir auch. Okay, wir bilden halt auch ein bisschen aus, ne? Wir brauchen auf jeden Fall mehr Gebirgsjäger, das ist schon richtig. Weil wir brauchen einfach eine viel, viel größere. Wir brauchen einfach eine viel, viel größere Armee. Oh, der SSR besetzt Ostpolen. Aha, okay. Lass mal gerade gucken. Modernisierte Artillerie wäre schon gut. Was forschen wir da momentan in der Richtung? Jetzt haben wir gerade in 15 Tagen bist du ja hier fertig, ne? Ja, ich will schon gerne hier die Fuvis nutzen, ne? Die, also Fuvi jetzt im Sinne von Vorteilen beim nationalen Fokus, ne? Ah, es geht nur für zwei. Zweimal 50%. Mhm. Denn wir die suchen nach Öl ansonsten. Das ist nur so ein. Ja, das lohnt sich eigentlich nicht mehr wirklich, das zu forschen, ne? Luftfahrtinnovation könnte sich lohnen. Moment, Forschungsbonus für Seite, Forschungsbonus und zweimal Luftdoktrin. Wäre jetzt auch nicht so verkehrt, ne? Sollen wir die Luftfahrtinnovation dann vielleicht mal nehmen? Zweimal Forschungsbonus für Landdoktrin und die zusätzliche Armeeerfahrung ist halt natürlich auch extrem nice. Nehmen wir die Artillerie. Sowjetische Truppen haben Ostpolen besetzt. Der offizielle Grund dafür ist der Schutz der weißrussischen und ukrainischen Minderheiten vor dem Chaos, das auf den Zusammenbruch der polnischen Regierung gefolgt war. Deutsche Truppen haben sich geordnet aus diesen Gebieten zurückgezogen, was effektiv die Aufteilung Polens zwischen den beiden Mächten zur Folge hat. Ja, nur mal gucken, wie lange das gut geht, ne? Jod. Oh. Autsch.
So schlimm? Echt jetzt, ne? Aber es geht. Es scheint nur ein Intermezzo gewesen zu sein. Gut. Machen wir gleich. Dann machen wir doch bitte Folgendes. Steuerung Rechtsklick, um die Einheiten auszuwählen. Irgendwie so, ne? Finnland akzeptiert sowjetische Forderungen. Nach langen Debatten hat die finnische Regierung beschlossen, die sowjetischen Forderungen nach Grenzanpassungen in Karelien zu akzeptieren. Die Sowjetunion hat das Bedürfnis vorgegeben, eine Pufferzone zur Verbesserung der Sicherheit von Leningrad einrichten zu müssen, das nur 30 Kilometer von der finnischen Grenze entfernt liegt. Viele Beobachter hatten befürchtet, dass eine groß angelegte sowjetische Invasion Finnlands bevorstünde, aber diese Befürchtungen wurden nun größtenteils aus der Welt geräumt. Frieden, aber um welchen Preis? Finnland ist kleiner geworden? Ist Finnland kleiner geworden? Ja, oder? Oh, krass, vor allen Dingen hier, ne? Lettland ist weg, die waren vorhin noch da. Die waren vorhin noch da, die sind komplett weg. Aufgefressen von den sowjetischen Truppen. Ich möchte gern hierhin, weil ich hätte gerne den Nachtangriff, das ist schon ein sehr netter Vorteil. Maximale Planung, Planungsgeschwindigkeit, Organisation, Verstärkungschance ist auch gut. Durchbruch plus 10%. Das hier geht halt stärker auf die Planung, ne? Aufklärung, Verstärkungschance ist halt, ja, komm, wir gehen auf den Bereich der Infanterieoffensive. Ich check die ganze Zeit so total paranoid, ob die Schweden nicht hier noch anfangen, weitere Nationen zu garantieren, aber aus irgendeinem Grund machen sie es gerade nicht mehr. Ich meine, immerhin Saudi-Arabien haben sie garantiert. Afghanistan auch. Okay. Schauen wir mal noch so ein bisschen auf unseren Bauvorhaben, die teilweise abgeschlossen sind. Französisch-Guayana, Maranhão. Wir bauen halt ultimativ viel Infrastruktur in Brasilien, ne? Ist die Frage, ob das sinnvoll ist. Ich weiß es noch nicht so genau. Was sagt unsere. Ach, guck mal da, wir haben wieder Rekrutenreserven. Für einen kurzen Moment und dann sind sie wieder weg. Wir brauchen extrem viel mehr Artillerie. Warum baue ich eigentlich noch diese normale Infanterieausrüstung? Können wir das mal einer erklären? Ach, das ist ja nicht wahr. Ich brauche mehr Militärfabriken. Ich brauche auch mehr. Wie schwerer Kreuzer Einsatz nicht möglich. Moment. Da sind das meine. Das sind meine leichten Kreuzer. Okay. Klassis Carausii. Machen wir doch mal die Flotte des Carausius. Ich hoffe, das ist jetzt auch alles soweit richtig bezeichnet, weil dann können wir nämlich hier mal ein paar neue Zuordnungen machen. Ah, da haben wir doch eine.
Die haben wir doch schon. Klassis Carausius, stimmt, ja. Warte, Moment. Stopp, stopp, stopp. Zeige mir das. Leg mir die zusammen. Stopp. Leg mir die nicht zusammen. Schippere mal gerade hier hin. Warum? Das ist doch echt merkwürdig. Das ist ein Heimathafen, ne? Okay, gut. Ich bin gerade verwirrt. Vor allen Dingen, warum bist du nicht mit dabei? Bleib da, du kriegst einen anderen Namen. Machen wir die zweite Schlachtflotte Klasse Sekunda und schicken dir noch ein paar Schiffe rein. Sub 1 geht nicht. Geht die Sub 2? Warum geht das nicht? Weil ich... Achso, ich habe zu wenig Mannstärke. Daran liegt das, ne? Das liegt wahrscheinlich daran. Das liegt wahrscheinlich daran. Dann ändern wir das doch mal gerade. Auf die umfangreiche Rekrutierung und schwuppdiwupp haben wir wieder Rekrutenreserven. Kommen wir wieder zurück. So. Da ist noch kein Kommandeur drin, das machen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Tibet läuft, wie lange haben wir da noch zu tun? Oh. Stopp, wir haben freie Zivilfabriken, das geht natürlich nicht. Dann bauen wir mal ein paar Militärfabriken, ne? Wir bauen mal noch ein paar Militärfabriken. Die brauchen wir eh, wir brauchen viel mehr Artillerie und müssen da ordentlich nachlegen. Okay, wir nutzen die Zeit, die jetzt hier noch verstreicht, Moment, der Günner holt mal gerade sein Buch zum italienischen Faschismus nochmal raus. Der Günner hatte ein bisschen das Problem, dass er da in letzter Zeit nicht dazu gekommen ist, darin zu lesen, was ein bisschen schade ist. Ich wollte nämlich eigentlich noch gerne mehr darüber sprechen. Jetzt sind wir schon bei ungefähr 20 Minuten, aber wir lassen die Zeit noch ein bisschen laufen. Vielleicht könnte man an der Stelle noch gerade einstreuen, dass es insgesamt ja relativ schwierig ist, wenn man über den italienischen Faschismus spricht, wie man von Faschismus überhaupt reden sollte in dem Zusammenhang, denn der Faschismus hat kein einheitliches Gesicht, das zu der Feststellung kommt, auf jeden Fall mal Wolfgang Schieder. Habt ihr eigentlich schon trainiert? Trainiert mal. Achso, warte mal, die Panzer haben schon fertig trainiert. Die hier, die können wir zumindest mal rausnehmen. Ups, habe ich die falsche Taste gedrückt? Ah, wir haben die Aquileia-Klasse erforscht. Schön. Haben wir noch einen Forschungsbonus? Nee, ne? Dann würde ich sagen, gehen wir auf die nächste Zerstörer-Klasse. Wir können direkt die Produktion anpassen. Wir verlieren 115 Tage Produktion. Ja, das ist dann doch ein bisschen arg viel, ne? Okay, wir bauen die anderen noch und werden das dann entsprechend anpassen. Wir haben noch Marines hier oben.
Diese Marines, die können wir auf jeden Fall mal hier... Die können wir mal auf jeden Fall rausholen. Ordnen die dir zu und dann kriegst du so eine Rückzugslinie hier für die zwei Burschen. Genau, so, was haben wir jetzt hier? Wir haben nicht ausreichend Informationen. Ja, okay, gut, aber das ist ja jetzt echt mal gerade egal. Das würden wir ja mit entsprechender Luftwaffenunterstützung halt locker hinbekommen können. Also es ist nicht so einfach, über den Faschismus als geschlossenes Phänomen zu sprechen, definitiv. Das hat halt was damit zu tun, dass er gerade auch in Italien eben in verschiedenen Varianten auftrat, dass er ja einerseits zuerst jetzt mal gar nicht unbedingt als so eine politische Bewegung in Erscheinung trat, vielleicht mit einem politischen Ziel, aber generell sich eigentlich eher als nicht politisch verstand. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass der Faschismus in Italien ja ganz lange eigentlich so in diesem Sinne keine Partei hatte. Also auch die Tatsache, dass Mussolini das ja später versucht hat umzudeuten, und auch die Tatsache, dass Mussolini ja versucht hat, eine faschistische Partei zu gründen, das ging alles gar nicht so schnell, wie man jetzt halt eben meinen mag, und das hat relativ lange gedauert. Aber es gibt halt so ein paar Grundkonstanten in der frühen Phase der faschistischen Bewegung, als Bewegung verstand er sich wohl in erster Linie, wo es so ein paar Gemeinsamkeiten gibt. Vielleicht können wir da ganz kurz drauf zu sprechen kommen jetzt noch an der Stelle, weil dann würde ich nämlich den Part auch demnächst beenden, aber dann habe ich noch ein bisschen was zumindest zu dieser, dann habe ich noch ein bisschen was zur Geschichte des Faschismus gesagt, was ich ja noch machen wollte, weil ich habe da so wenig drüber gesprochen. Vielleicht kann ich einen kurzen Abschnitt vorlesen, der ist eigentlich recht bezeichnend. Und zwar aus diesem Buch eben von Wolfgang Schiller, der italienische Faschismus, Seite 18 bis 20. Also alle, die das jetzt nicht interessiert, die können ja einfach den Part vorspulen. Aber ich lese das mal ganz kurz vor und bitte direkt mal darum, hier sämtliche falschen Aussprachen meinerseits gütlich zu übersehen. Der 23.03.1919, Gründungsdatum des Faschismus. Früher als andere erkannte Mussolini, welches politische Potenzial die Millionen von heimkehrenden, gesellschaftlich großenteils entwurzelnden Frontkämpfer darstellen. Geschickt bediente er sich des Slogans vom verstümmelten Sieg. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Das ist ja auch hier eine nationale Entscheidung, die man treffen kann, meine ich. Oder meine ich das nicht? Ach so, das ist nicht hier drin, ne? Aber das ist eine Entscheidung, die man zu Beginn des Spiels trifft. Ich nur nochmal ganz kurz, um das schnell zu wiederholen. Italien hatte mit mehr gerechnet als den Gebietszugewinn, die es bekam nach dem Ersten Weltkrieg. Und obwohl sie halt gewonnen hatten. Müsste man das nicht hier sehen? Ich sehe es jetzt nicht mehr. Man hatte halt mit mehr gerechnet, als man tatsächlich bekommen hatte, und deswegen waren halt viele enttäuscht in Italien. Na, also, geschickt bediente er sich des Slogans vom verstümmelten Sieg der italienischen Variante der deutschen Dolchstoßlegende, um unter ihnen Anhänger zu finden, also den Heimkehrern. Aus diesem Reservoir kamen dann auch seine ersten politischen Gefolgsleute, mit denen er am 23.03.1919 in einem kleinen Saal an der Piazza San Sepolcro in Mailand den ersten italienischen Kampfbund Fascio Italiano di Combattimento gründete, aus dem sich der Faschismus entwickeln sollte. Es handelte sich um eine bunt zusammengewürfelte Schar von allenfalls 200 Versammlungsteilnehmern, die abgesehen von ihrer individuellen Gewaltbereitschaft vor allem einte, und das ist jetzt eben so eine wichtige Gemeinsamkeit hier, dass sie als Linke auf dem Weg nach rechts waren. Also besonders wichtig eben diese Gewaltbereitschaft und Kampfbereitschaft der italienischen Faschisten, eben nicht durch eine politische Verfahrensweise, wie zum Beispiel eine Wahl, den Gegner auszuschalten, sondern hier eben ganz gezielt durch Gewaltaktionen die politischen Gegner zu zerstören. Also dieses Gewaltelement ist schon ganz integral im Faschismus angelegt.
Und eigentlich eben hier auch Mussolini, der hat ja wirklich auch so eine Doppelköpfigkeit. Der war so, er verstand sich auf der einen Seite sowohl als Marxist, aber auf der anderen Seite eben auch sehr stark als ein völkischer Nationalist und war insofern, könnte man hier eben auch sagen, auf dem Weg von links nach rechts. Ähnliche Fasci oder Fasci, lateinisch ausgesprochen, bildeten sich nach dem Mailänder Vorbild in anderen oberitalienischen Städten. Aus der Summe dieser Fasci oder Fasci, ne, also ne, Fasci ist die Rutenbündel, entwickelte sich allmählich der Faschismo. In einem ersten Programm forderte der Faschismus Mindestlöhne, Mitbestimmung, den 8-Stunden-Tag, eine Alters- und Invalidenversicherung, das allgemeine Frauenwahlrecht sowie vor allem die Abschaffung der Monarchie und die Einführung der Republik. Was insofern total bezeichnend ist, weil das natürlich nachher Programmpunkte war, die ein sehr wechselmütiger Mussolini sehr schnell wieder aufgeben konnte. Ne? Im Gegenteil hat man ja später sogar den Schulterschluss mit der Monarchie gesucht. Mussolini ließ sich allerdings nicht auf dieses Programm festlegen. Auf dem ersten Kongress der Fasci di Combattimento oder Fasci di Combattimento im Oktober 1919 erklärte er, keine Präferenzen zu haben, weder monarchische noch republikanische. Der politische Erfolg der neuen Bewegung war zumindest bescheiden. Um die Jahreswende von 1919-1920 gab es 31 Fasci mit insgesamt nicht einmal 1000 Mitgliedern. In völliger Überschätzung ihrer Möglichkeiten nahmen die Fasci am 16.11.1919 an den ersten nationalen Nachkriegswahlen teil. Und das Ergebnis kann man auf jeden Fall als äußerst dürftig bezeichnen. Mit Rücksicht auf die Uhr werden wir das in einem weiteren Teil fortsetzen. Ich will auf jeden Fall nochmal, gib mir bitte noch ein bisschen Zeit, mich da nochmal reinzufinden. Ich möchte da auf jeden Fall nochmal ausführlicher drauf eingehen. Nach wie vor nochmal die Bitte, gerade bei solchen Themen sich sachlich auseinanderzusetzen, nicht zu viel zu schwadronieren. Und das würde mich hier sehr freuen, insbesondere weil ja das teilweise heute noch politisch relevante Themen sind. Insofern bedanke ich mich jetzt erstmal bei euch fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Habt ein bisschen Geduld mit mir. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, ciao.